Verzögerung zu entschuldigen. Wir sind kurz vorm Rennen nochmal. Mi startet als erster, das erste Mal in ihrer Karriere. Es gab einen Platztausch. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass die Autos dann starten. So, alle Autos sind am Start. Wie gehabt, vier Autos dürfen nicht starten, da sie die Rennlizenz nicht bekommen haben. BK Racing Liga Zandvoort Cup 2014-2015 startet jetzt. Mi kommt sehr schlecht weg. Sehr gut und Berührung zwischen Mi und Strijka. Smoke überholt Mi von außen und Ente zieht nach. Mi verliert direkt drei Plätze am Start. Pupti auf Platz 5, Platz 6 der Murph, Platz 1 der Strijka. Jetzt gibt es dann gleich das erste Duell. Das Duell bedeutet Smoke, Strijka und Ente. Und Dreher von Strijka und damit verliert er erstmal alle Plätze, da die Fahrer so nah beieinander sind. Ente dicht beim Smoke dran, sehr dicht beim Smoke dran und versucht jetzt vielleicht ein Überholmanöver. Nein. Vielleicht jetzt einmal nach außen ziehen. Wieder rein. Kurz anzeigen. Ja, da bin ich. Aber mehr ist da auch erstmal nicht. Mehr ist da aktuell nicht zu holen. Das Duell ist auf jeden Fall da. Wir müssen nur darauf achten, dass es auch fair bleibt. Berührung zwischen Smoke und Ente. Aber alles gut. Wie ich es schon zu Anfang gesagt habe. Smoke kann sein 7. Sieg hier entgegenfahren in Zandvoort, in sein Heimatland. Und für die Leute, die die Qualifikation, das Rennen jetzt hier über YouTube sehen, können die Qualifikation noch über YouTube auf 1 sehen. Also ich habe es geteilt, damit das nicht zu lang ist für euch. Ente kommt gut weg. Ente außen. Ente außen. Verliert aber dann doch ein bisschen Top-Speed und muss zurückstecken. Jetzt Ente vielleicht nochmal einen Angriff. Nein, er kann dann eigentlich nur mal kurz zeigen, dass er da ist. Ist innen. Er ist immer noch innen. Er ist immer noch innen. Und geht vorbei. Er geht vorbei an Smoke. Und jetzt heißt es für Smoke zurück angreifen. Das ist doch mal ein tolles Duell hier. Schönes Angriffsmanöver von Ente. Kam mir so vor, als käme Ente aus dieser Kurve besser raus und hat damit auch den Speed besser mitnehmen können. Habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Wir gucken mal ganz kurz, was hinten ist. Pupti auf Platz 3. Platz 4 der Murph. Platz 5 der Strijka und Platz 6 ist aktuell die Mi. Ente auf Platz 1 und Platz 2. Ja. Der Smoke. Und hier ist jetzt erst Boxenstopp. Boxenregel besagt, man muss hier nichts wechseln. Man muss nur einmal kurz stehen bleiben und einmal kurz anhalten und dann kann man direkt weiterfahren. Man muss nicht die Reifen wechseln, man muss nichts anderes machen. Smoke hat das gleiche wie Ente gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wer als erstes rausfährt wieder. Aber da wird noch getankt. 25 Minuten das erste Rennen, das zweite Rennen. Und da bleibt Ente länger draußen als Smoke. Das hat nicht geklappt, was Ente vorhatte. Schade eigentlich. Aber gut, besser gemacht von Smoke.
Ente kommt jetzt erst raus und hat damit etwas größeren Abstand gewonnen zu Smoke. Was er vielleicht nicht unbedingt möchte. Und wie gehabt, zwei Rennen. Der erste Platz startet dann vom letzten und der letzte Platz vom ersten Platz. Pupti auf Platz 1. Ja, danke, Naru. Naru Live schreibt gerade hier in den Chat mit dem Livestream 1:0 für die Niederlande. Kann man natürlich so werten, auch wenn wir nicht bei Fußball sind, aber okay. Popti, einer der zwei jungen Damenfahrerinnen, die hier in der BK Racing Liga mitfahren und auch nicht schlecht mitfahren. Popti fährt so in dem guten Mittelfeld aktuell mit in der Racing Liga. Im Cup-Rennen ist im Moment so, dass es eher durchwachsen, aber da ist noch Luft nach oben, ist eigentlich immer. Dann haben wir den Striker, der doch eben erster Platz war, doch nervös wurde in der Kurve und dadurch das Auto verloren hat, die Kontrolle über das Auto. Und dadurch erstmal wieder auf dem vorletzten Platz gelandet war. Hier ist natürlich jetzt auch wichtig, wer fährt welche Strategie. Und die beiden Experten, Smoke und Ente, sind natürlich sehr früh reingefahren, weil die genau wissen, desto länger die draußen bleiben, desto besser ist das für sie, denn die kommen dann immer wieder stetig ran, weil sie ja nun mal schon mal die schnellere Fahrer sind, von Grund auf schon her. Smoke ist jetzt schon wieder auf Platz 3 vorgefahren und Platz 4 Ente. Platz 5 ist der Murph, der bleibt noch draußen. Mi ist jetzt aktuell in die Box gefahren. Pupti ist auch noch draußen. Striker fährt jetzt in die Box, muss vorsichtig sein. Oh, da war er, glaube ich, fast zu schnell. Oha. Das müsste dann nochmal beobachtet werden. Das ist natürlich sehr gefährlich, was er macht. Ente auf Platz 3 jetzt. Platz 4 der Murph. Mit seinem HSV-Auto. Ja, es war ja spezifisch, ich soll ja sagen, er fährt an die Box, ja. Muss ich ja spezifischer nochmal wiederholen. Ist halt so. Platz 6, Demi, und da gleich kommt die Überrundung. Pupti immer noch auf Platz 1. Platz 2, Smoke, und da kommt gleich die Überrundung. Wir bleiben mal beim Smoke. Einmal kurz Box angetäuscht und Mi draußen. Da müssen wir gleich mal kontrollieren, wo die Mi ist jetzt aktuell. Mi auf Platz 6, aber da gab es wohl leichte Probleme. Da kommt gleich der Striker zum Überrunden. Und Pupti fährt ihr einsames Rennen vorne, aber sie war noch nicht an der Box. Zumindest nicht gewertet. Aber desto länger sie draußen bleibt, desto mehr
kann Smoke rankommen und Ente. Und da sieht man das, wie nah sie ran sind. Wir gehen nochmal nach vorne und gucken, wann Pup die in die Schikane einfährt. Wir zählen auch runter. 1 und 2 und 3. Und 15. 15 Sekunden circa Abstand. Jetzt gucke ich mal auf die Timings, ob ich mich da vertan habe. Und was sage ich? Circa 15 Sekunden. Das gefühlt. Als Moderator bin ich doch einfach Weltklasse, oder? Aber Pup, die bleibt draußen. Ist natürlich auch so eine Sache, wo ich dann sage, kann man so fahren, muss man aber nicht. Denn, man sollte eins nicht vergessen, Smoke wird Pup die ungefähr pro Runde eine halbe Sekunde wegnehmen. Das wiederum bedeutet, ja, das wiederum bedeutet im Endeffekt, dass sie durch die Boxen, den Boxenstopp jetzt erstmal zwei Plätze verlieren wird, weil dahinter Ente schon direkt ist, der auch direkt ein bisschen der Druck auf Smoke ausübt. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren unten schreiben, wo ihr denkt, oder was ihr denkt, wer denn das Rennen macht, das erste und das zweite Rennen, denn es sind ja zwei Rennen, a 25 Minuten hier in der Becker Racing Liga, mit natürlich echten Pokalen. Und wie ihr unten seht, eine Leiste mit ganz vielen Links, www.bk-gaming.de. Da werdet ihr euch bewerben können, wenn ihr mitfahren möchtet, um Pokale und Medaillen. Ja, und der aktuelle Link zu Twitch ist auch nicht mehr aktuell. Gibt es zwar noch, aber ich sende ja über die Hitbox. Jetzt fährt Pup die an die Box. Und das kostet natürlich Pup die jetzt erstmal die Plätze. Wir sehen. Ente ist jetzt außen. Smoke innen. Smoke kann jetzt nicht mehr reinziehen. Aber er bleibt auch vor Ente. Aber ein schönes Verteidigung war das. Eine schöne Verteidigung. Smoke. Ente möchte von außen angreifen. Smoke macht von außen dicht. Jetzt muss Ente natürlich nach außen ziehen und bei dieser Kurve sehr schwierig von außen zu überholen. Alles sehr schön gelaufen. Pupti auf Platz 3. Aber von hinten bekommt sie noch Besuch, denn der Murph ist nicht weit entfernt. Aber das Duell ist ja aktuell das starke Duell. Da müssen wir auf jeden Fall draufbleiben. Wie immer gebe ich euch jetzt gleich erstmal die Möglichkeit zu sehen, wie der Fahrer das vielleicht sehen kann, wenn er im Windschatten des anderen hängt. Deshalb gebe ich nach dieser Schikane einmal kurz bei Ente. Und wir gucken dann von hinten und hören uns auch mal den schönen Sound an. Genau jetzt. Gucken, ob er nah genug kommt, um ein Pole-Manöver zu starten. Smoke außen wird jetzt nach innen ziehen.
da seht ihr mal, wie das aussieht vom Fahrer aus. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Sound. Der Formula-Klasse. Ente ist aktuell zu weit weg, um eine Attacke zu starten. Er kann zwar immer wieder zeigen, hey, ich bin noch da, aber so richtig zwingend angreifen kann er da noch nicht. Versucht es vielleicht jetzt, aber Smoke wird in der nächsten Kurve innen sein. Das ist zwar interessant, aber wir müssen auch mal nach hinten gucken. Denn da bahnt sich auf jeden Fall bald auch noch ein Duell an. Und deswegen müssen wir immer ein bisschen hin und her switchen zwischen Pupti und Ente. Jetzt hat Ente vielleicht noch die Chance ranzukommen. Jetzt ist er dran. Muss besser aus der Kurve kommen und dann kann er angreifen. Jetzt gleich muss ich Smoke für eine Seite entscheiden. Sehr hart und aggressiv vorgesetzt. Aber alles im Rahmen des Erlaubten. Kommt es hier auch noch zu einem Duell? Nein, da ist es noch ein bisschen weit hin. Aber aktuell, die vier haben ein Duell. Smoke und Ente und Pupti und Murph. Für Pupti und Murph geht es natürlich dann um das, auf das Treppchen zu kommen. Für Ente und Smoke, da geht es darum, wer fährt den Sieg hier ein. Aktuell ist wieder Ente ein bisschen zu weit weg. Vielleicht jetzt im Windschatten vom Smoke. Kann rausziehen. Wieder von außen ist natürlich schwierig. Vielleicht jetzt ein bisschen von innen durchmogeln. Hört sich immer ein bisschen doof an, aber das meint man da ja nicht so. Aber ja. Wir gucken nochmal nach hinten. Pupti und Murph. Da ist das auch noch kein Duell. Immer noch kein Duell. Und wenn ihr einen bestimmten Fahrer sehen möchtet, dann müsst ihr mir das einfach nur sagen. Dann gucken wir einmal mal kurz dahin. Jetzt alles wäre vonstatten gegangen. Da will Ente gerade echt viel. Und wir sind eigentlich schon kurz vom Ende. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Timing. 7 Minuten noch. Ups. Bedeutet ungefähr noch 7 Runden. Jetzt kann sich der Smoke ein bisschen absetzen.
Hat aber gleich eine Überrundung mit Striker, der sich nicht so leicht überrunden lassen wird. Denke ich mal. Jetzt sitzen wir einfach mal beim Smoke im Auto und gucken, wie er blind sozusagen auf den Hügel zukommt und jetzt rechts fahren muss. Pupti und Murph sind wieder weiter auseinander, das so, dass es doch kein Duell wird. Striker ist noch zu weit weg, dass er bei Murph eingreifen kann. Also aktuell ist das alles so noch, jeder hat so seine Platzierung gefunden und sich damit geeinigt. So nenne ich das jetzt mal. Der damit noch nicht so ganz zufrieden ist. So, ab und zu scheint es, ist es dann doch Ente. Der dann diesen Sieg haben möchte. Vielleicht jetzt gleich besser aus dieser Kurve kommen. Vielleicht auch durch die Überrundung. Deswegen liegen zwei Überrundungen vor ihnen. Ente von außen. Da musste er hart abbremsen. Da wurde auch sehr hart verteidigt. Aber auch alles wieder im erlaubten Bereich. Jetzt gleich kommt die Überrundung. Da macht er fair Platz, keinen Zeitverlust, keinen richtigen. Zeit bleibt jetzt Ente nicht mehr, um an Smoke vorbeizukommen, der auch das souverän gerade fährt. Jetzt nochmal ein Angriff. Ente von außen, Smoke bleibt innen. Das ist immer noch die bessere Wahl fürs. Aber jetzt Ente greift nochmal von innen an. Smoke sehr weit außen. Oha. Da hat Smoke sich ein bisschen verbremst, glaube ich, und ist zu weit rausgekommen. Und Ente verbremst sich hier auch. Und Ente verbremst sich hier auch. Eieieiei. Somit hat Smoke sich den Platz direkt wieder zurückgeholt. Ente war nicht mal eine Runde erster Platz vor Smoke jetzt hier, zumindest nach dieser Attacke.
Und Murph ist am Pupti vorbeigegangen. Pupti mit einem Schaden. Reifen platt. Mi hat auch ein Problem. Da gehe ich mal davon aus, dass Mi und Pupti zusammengerasselt sind. Und die glücklichen Winner sind Striker und der Murph. Haben wir leider nicht drauf nach diesem Duell. Schade. Hätte ja sein können, dass wir das hätten mitbekommen. Aber... Ente ist sehr weit rausgefahren. Murph auf Platz 3. Der Hamburger auf Platz 3. Platz 4 der Striker. Ja, Platz 5 Pupti, aber Mi wird sich zurückrunden und damit auf Platz 5 vorrücken. Ja, und Smoke, wie es aussieht, wird das Rennen für sich entscheiden. Timings sagen, das ist jetzt die letzte Runde, die gefahren wird. Die letzte Runde dieses Rennens wird gefahren. Beziehungsweise es wurde die letzte Runde gefahren, so rum. Smoke auf 1, Ente auf 2. 3, Murph. Vier dann der Striker. 5 Pupti, 6 Dimi. Das ist die Gesamtwertung, die gucken wir jetzt gerade an. Ein Unfall vom Pupti. Ja, also das könnte man eigentlich so nennen, ja. Naru sagt gerade im Chat oder schreibt... Die Nummer 3 auf 3, was ein Zufall. Ja, doch, das ist eigentlich kein Zufall. Aber ja, das zweite Rennen fängt in 2 Minuten an. Ich mache euch noch einmal eine Werbung. In Form von in Form von www.bk-gaming.de. Bewerbt euch einfach, seid dabei. Fahrt mit, fahrt und Pokale mit und um Medaillen. Da Mi als letzte im Ziel gekommen ist,
darf sie wieder als erstes starten. Und alle, die erster wurden, das wird alles nach hinten gereiht. Das heißt, der erste ist letzte, der zweite ist vorletzte und so weiter. So ist hier das Rennprinzip. Das zweite Rennen dann 25 Minuten und dann werden alle Punkte zusammengerechnet zum Endstand. Fahrer lassen sich, wie gehabt, immer sehr lange Zeit, um auf die Strecke zu fahren, um einfach zu gucken, dass man vielleicht einen oder anderen Fahrer nervös machen kann, der schon auf der Strecke auf die anderen wartet. Alle Fahrzeuge auf der Strecke. Sanford BK Cup 2014-2015. Das zweite Rennen startet jetzt. Die Puppi kommt sehr gut weg. Puppi überholt Mie direkt schon in den ersten Metern, aber Mie holt sich den Platz wieder zurück. Mie aktuell auf Platz 1. Versucht auch jetzt anzugreifen. Fährt noch auf Platz 1 vorweg. Und alle Fahrer nebeneinander, wenn das nicht gleich Unfall geben kann. Berührung von Pupti an Striker, aber Pupti fair überholt. Und dann ein Unfall. Unfall von Pupti. In den ersten Runden schon rausgefallen. Das hält leider nicht der beste Wagen durch. Und Mie immer noch auf Platz 1. Smoke greift jetzt Murph an. Murph geht erstmal an Mie vorbei. Mie fährt geradeaus weiter. Und Berührung zwischen Murph und Smoke. Oha. Das müssen wir dann nochmal beobachten. Beziehungsweise, das muss natürlich die Rennleitung dann entscheiden, was da vorgefallen ist. Ente geht an Smoke vorbei. Oder nicht? Doch, Ente geht ab vorbei an Smoke. Wartet Smoke auf Murph oder was ist da passiert? Smoke und Ente wieder an der Box. Und das wird wieder so sein. Oder wird es diesmal nicht so sein? Smoke fährt raus. Ente auch. Ente ganz knapp vor Smoke.
Oh, ich würde sagen, das ist diesmal in diesem Duell ein 1:1. Zumindest was Boxenstrategie angeht, aktuell noch. Die nächsten an der Box, wir gucken. Striker an der Box. Nui an der Box. Und somit holt natürlich Ente und Smoke erstmal die Platzierung wieder zurück. Smoke wieder an der Box. Was ist da passiert? Gab es eine Strafe? Es gab für Smoke eine Durchfahrtsstrafe. Bitter, aber es hilft dann natürlich Ente. Und allen, die jetzt aktuell in der Box waren. Das war Mii und Striker. Als würde Striker auf den Replay-Knopf drücken. Genau die gleiche Szene gab es beim ersten Rennen auch. Genau dieser gleiche Dreher. Leider. Und Pupti, wie gesagt, sehr früh rausgefallen. Smoke heißt es jetzt eigentlich noch zurückholen. Ente war auch nochmal an der Box. Auch vielleicht eine Durchfahrtsstrafe, so wie es aussah, weil warum zweimal an die Box? Und somit sind Ente und Smoke wieder nah beieinander. Ja, interessanter Kommentar von Nahu im Live-Chat hier bei Hitbox. Striker hat wohl Probleme mit den Reifen, immer diese Dreher und Rutscher. Ja, scheint wohl zu sein, dass er damit nicht so zurechtkommt. Oha! Und oha! Mii wollte sich verteidigen gegenüber Smoke. Und Smoke war aber schon neben Mii. Und dann, habt ihr das gesehen, gab es eine böse Berührung. Inwiefern das jetzt Smoke beeinträchtigt, ist jetzt die Frage. Man hat es im Augenwinkel gesehen. Aber Smoke ist wieder schnell da, muss man sagen. Diesmal im Windschatten von Ente. Ente bleibt innen. Und wird überholt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wer kommt besser aus dieser Kurve raus? Das ist Ente. Smoke mit leichten Problemen. Wir gucken mal Mii auf Platz 5. Platz 1 ist immer noch der Murph.
Platz 1 ist der Mörr, der HSV-Mann. Platz 2 ist der Striker. Und Platz 3 ist Angel und Platz 4 der Smoke, der jetzt versucht anzugreifen. Von innen vielleicht jetzt. Der jetzt unbedingt den Platz haben möchte und Enter zu Fehlern zwingt und die macht Enter auch. Und falls ihr das gesehen habt, wieder im Augenwinkel. Striker genau an der gleichen Stelle, wieder ein Dreher. Das ist der dritte an diesem Renntag. Elte und Smoke schenken sich gar nichts in diesen Rennen und das ist schon mal interessant zu sehen. Es sind wichtige Punkte für Smoke natürlich, um an Ente vorbeizuziehen und auch ein bisschen, um an Ente vorbeizuziehen, wohlgemerkt auf Platz 1 und ein bisschen Punkte gut zu machen. Wir gucken erstmal, was hinten passiert. Striker ist noch dran auf Platz 4. Platz 5 die Mii. Und immer noch Murph Platz 1, der auch Reifenprobleme hat, so langsam. Und oha! Gut, dass das nur so gegen die Reifenstapel war, mehr oder weniger. Die Formula-Klasse hält ja auch einiges aus. Ja, genau, hast du recht, das sah echt böse aus, nur er ist ja Gott sei Dank im Reifenstapel gelandet und nicht direkt in die Metallmauer. Sonst wäre wirklich das Rennen zu Ende gewesen für Murph. Glück in Unglück nennt man sowas. Aber ganz unbeschadet wird natürlich auch dieses Auto nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt ein Aero-Schaden hinter ist. Man sieht auch, wie das Auto wackelt und wie er Probleme hat. Oha. Wie ich schon gesagt habe, es wird nicht unbeschadet sein. Und jetzt rücken natürlich Smoke und Ente nach. Und man sieht, wie das Auto zieht. Er hat wahrscheinlich auch noch einen anderen Schaden. Das ist nicht nur Aero-Schaden, nein, ist es nicht.
Man sieht, wie das Auto immer nach links zieht. Und einmal korrigieren muss, auch in den Kurven gerade. Aufhängungsschaden, so sieht das aus, nach einem Aufhängungsschaden. Ja, da ist es ein definitiver Aufhängungsschaden, den er gerade von sich trägt. Die Frage ist, wie lange kann Murph das durchhalten, das Auto so unter Kontrolle zu bringen? Das ist jetzt sehr schwierig. Er muss gegenlenken, bremsen und fahren zugleich, also schnell fahren. Ja. Nexius sagt schon, auch gerade im Chat ist richtig, unfassbar, dass Murph nicht in die Box fährt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, warum er nicht in die Box fährt, denn, wenn wir ganz kurz auf die Timings gucken, okay, 10 Minuten, ja, da kann er nochmal Gas geben, aber ich glaube, er möchte so lange rausbleiben, wie er kann. Und das Problem ist an der ganzen Geschichte, bei diesen Rennen, man muss natürlich der Box schon voraussagen, was für Möglichkeiten oder was für Szenarien im Rennen passieren können. Zum Beispiel, es kann ein Unfall passieren. Das heißt, ich wähle in der Box an, hey Leute, ihr habt dafür alles bereit, macht fertig, repariert mich. Wenn dieses Szenario aber vor diesem Rennen noch nicht ausgewählt worden ist oder durchgegangen worden ist, ist natürlich die Box im Endeffekt erstmal machtlos. Hört sich komisch an, ist aber wirklich so. Aber ich glaube, jetzt gleich wird er ein Problem haben, denn jetzt gleich wird Murph ja, überholt von Smoke und jetzt gleich auch von Ente, der das jetzt auch macht. Dahinter wird auch Stryker kommen. Die Frage ist, wo reiht sich Murph ein? Aber ihr seht es ja alle, dass er da das Problem hat. Leider. Er muss immer gegenlenken. Also ich wäre, glaube ich, auch an die Box gefahren, hätte das Risiko genommen, mich überholen zu lassen und dann vielleicht vor allem nochmal anzugreifen. So fährt er aktuell 5 Sekunden langsamer als die Spitze. Und Ente versucht vorne Smoke unter Druck zu setzen. Ja, und die Rennen sowie das Warm-up und die Qualifikation könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal besuchen oder sehen. Unten seht ihr einen Link, youtube.com/ltrustikal, da ist der Kanal mit ganz vielen Videos, Interviews von der PK Racing Liga und natürlich weiteren Videos fernab der Racing Liga. Jedes Rennen, jedes Cup-Rennen und jedes Liga-Rennen ist da vertreten natürlich. Ente bleibt innen. Jetzt kann er angreifen von außen. Das macht Ente auch. Ente bleibt außen, zieht wieder rein, merkt, dass er keine Chance hat, da ranzukommen. Natürlich, da hast du recht. Also man hat natürlich die Möglichkeit, über das Lenkrad noch einzustellen, dass die Box sich darauf vorbereiten muss, dass das jetzt gleich eine Reparatur gibt. Dauert natürlich länger und während der Fahrt natürlich noch anstrengender. Wenn man gegenlenken muss, ist das natürlich alles nur eine Sache gefährlicher. Also du hast recht, es ist natürlich eine Sache für sich. Der Abstand nach hinten wird immer größer, also nach vorne. Und er wird langsamer, das ist auch richtig. Er muss natürlich jetzt entscheiden, macht es Sinn oder nicht. Ja, ich glaube, er wird bis Ende drinnen bleiben. Das ist Murph, das ist ein Kämpfer und der wird nicht jetzt das Risiko eingehen, die Plätze hinter ihm, also den dritten Platz, den er jetzt hat, abzugeben. Ente von außen versucht anzugreifen. Ente immer noch außen. Ah, das ist nichts, das ist zu weit. Wir gucken auch mal, wo Stryker ist. Der Stryker ist noch ein bisschen weit weg. Und es ist ja nicht mehr viel zu fahren im Endeffekt. Also ich glaube, dass Murph gegen Stryker versuchen wird, der Haltung zu bewahren und definitiv mitzufahren. Er kann sich ja noch gerade aktuell so ein bisschen an Murph, Ente und Smoke halten. Jetzt gleich kommt die Überholung von Mi. Und Mi fährt
fährt schön außen, macht Türplatz. Ente versucht jetzt wieder von außen, das kann nichts werden. Oder vielleicht doch. Ente vorbei an Smoke, aber Smoke hat jetzt gleich die bessere Ausgangsposition, wenn er wieder rauskommt. Oha. Das war ein Überholmanöver mit viel Risiko von außen, aber ist geglückt. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Timings. Es sind noch 5 Minuten zu fahren. Und aktuell hat Murph 23 Sekunden Vorsprung auf Stryker. 23 Sekunden, das bedeutet, er müsste in 6 Runden... muss ich hochrechnen? Jetzt müsste ich mal hochrechnen. Oje. Oh je. Ja, ja, ja. Jetzt müsste ich mal rechnen. Ich sollte sowas vorher rechnen, bevor ich sowas anfange. 3,8 Sekunden circa müsste er machen. Also 3,8 Sekunden. Und Smoke überholt wieder Ente. Oh, da verpassen wir fast die besten Momente hier. Ihr seid ja live dabei. Also 3,8 Sekunden müsste Stryker machen, um an Murph noch vorbeizugehen. Ente versucht jetzt nochmal anzugreifen. Naja, ja, da kann er nicht so rüberziehen. Das ist sehr gefährlich. Da war Ente auch neben ihm. Oha. Aber gut. Nichts passiert. Strike auf Abwägen. Strike auf Abwägen. Damit hat sich das mit den 3,8 Sekunden wahrscheinlich auch schon erledigt. Mir auf Platz 5. Und Murph dreht sich. Oha, Murph dreht sich wieder. Und Mi muss ausweichen. Oh je, oh je. Und Mi fährt auch gegen die Bande. Ei, 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 ei. Oha. Murph geht ein großes Risiko gerade ein. Auch gegenüber anderen. Und Ente hat sich den Platz wieder geholt von Smoke. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Wir können gerade leider nicht die ganze Zeit da vorne bleiben, denn da hinten passiert auch einiges. Unter anderem, weil wir wissen, dass Murph einen Aufhängungsschaden hat. Und das war gerade sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Mi wäre beinahe mit Vollspeed auf Murph gefahren. Ich glaube, Nexius, ich denke mal, du bist da der gleichen Meinung. Murph muss und sollte an die Box, damit er nicht eine weitere Gefahr für... Ja, sich und das Rennen ist. Ich meine, vielleicht jetzt der Angriff von Smoke. Musst du kurz den Satz unterbrechen? Smoke von innen. Ente könnte dicht machen. Macht er aber nicht. Lässt Smoke gewähren. Ente jetzt hinter Smoke wieder. Gutes Überholmanöver. Das geht gerade hin und her. Oha. Ente dreht sich. Oh. Die Reifen. Dankeschön, Nahu. Nahu schreibt, sehr geiles Rennen, Action pur, finde sowas schon immer. Was? Finde sowas schon in der Formel 1 immer geil. Ja. Und Smoke auf Abwägen. Oi, 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 oi. Smoke auf Platz 1. Ente auf Platz 1. Und hier sind es noch 2 Runden zu fahren ungefähr. 2 Runden sind noch zu fahren. Ja, Nexus sagt gerade, ja, der HSV gefährdet hier gerade jeden mit dieser Fahrweise. Auch die Mi wird mit reingezogen. Oder wurde mit reingezogen. Ja, stimmt wohl, das war jetzt diese Situation, die natürlich sehr gefährlich ist, die von der Rennleitung definitiv beobachtet wird.
ob man so weiter gefährlich fahren darf. Zwei Runden hat Ente noch vor sich. Oder andersrum gesagt, hat Smoke vor sich, um Ente wieder einzusacken. Nenne ich das jetzt mal so. Wir bleiben jetzt mal, gehen mal wieder auf die Ansicht Smoke. Wir waren beim letzten Mal beim Ente. Und gucken jetzt genau hin, was Smoke macht. Wir werden bis zur vorletzten Schikane gehen wir jetzt mal mit Smoke und gönnen euch mal diesen Sound. Smoke wird versuchen, von innen anzugreifen, zieht wieder zurück. Aber da seht ihr das. Ich mache das mal mit euch eine Runde lang. Das ist nah. Das seht ihr, wie nah das ist. Auf jeden Fall hört sich das richtig mega nice an. Ente muss gucken, dass er nicht zu viel riskiert. Und Smoke auch. Das Rennen ist vorbei. Ente auf Platz 1. Smoke auf Platz 2. Bedeutet, es wird in der Liga sich nichts ändern. Denn beim ersten Rennen war ja Smoke auf Platz 1 und Ente auf Platz 2. Somit bleibt Ente vor Smoke, auch punktgleich sogar vor Smoke. Das ist natürlich bitter. Im Endeffekt für beide irgendwo. Beide haben sich erhofft, ja, vielleicht kann ich noch ein paar Punkte, wichtige Punkte machen. Der eine wollte wegziehen, der andere wollte wieder, wollte an den anderen vorbei. Ja, ein spannendes Rennen auf jeden Fall. Wir sehen jetzt gleich auch die Punktewertung zusammen. Gucken. Murph ist auch schon durch auf Platz 3 mit den Aufhängungsschaden. Gratulation, auch wenn es sehr gefährlich war. Platz 4 jetzt durch der Striker. Platz 5, Dimi. Und alle fahren. Ja, und Pupti leider sehr früh ausgefallen. Alle fahren jetzt gleich schön in die Box. Dann werden wir noch einmal kurz die Wertung sehen. Sind nur noch ein paar Autos draußen. Zwei Autos, um genau zu sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das ganze Rennen seht ihr dann nochmal auf youtube.com/LTRustikal. Könnt ihr das sehen, die Qualifikation und natürlich auch das Rennen. Würde mich freuen, wenn ihr da auch einen Daumen hoch macht und kommentieren würdet. Und auch schreibt, wie ihr das Rennen so gefunden habt. Das wäre natürlich auch interessant zu sehen. Und wir haben jetzt die Punkte, den Punktestand. Smoke 18 Punkte, Ente 18 Punkte, 12 Punkte Murph, der einen Riesensprung machen kann. Striker 10, Mi 7, 0 Pupti und 0 habe ich erreicht, weil ich ja der Moderator war. Ja. Und um nochmal zu erklären, es waren deswegen so wenig Autos, weil 4 Fahrzeuge keine Rennlizenz bekommen haben. Deswegen, beziehungsweise 5 und ja. Die haben leider nicht mitgewirkt. Ich bedanke mich und hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Abend. Das war's von mir. Euer LTRustikal ist raus. Tschüss.